Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute der Flammkuchen mit Weinkäse, Weintrauben und frisch gerösteten Pinienkernen. Das einzige Zubehörteil, was ihr bei Flammkuchen benötigt, ist der Pizzastein. Der Pizzastein sorgt dafür, dass der Boden von unten geschützt ist, aber auch gleichzeitig mit Hitze einen knusprigen Boden bekommt. Das heißt, ich könnte den Pizzastein für jegliche Art vom Grill verwenden, indem er von unten Hitze bekommt, direkte Hitze. Und der geschlossene Grill sorgt dann für die extreme Oberhitze, um den Teig von oben knusprig zu machen. Also, ihr braucht einen Pizzastein. Was diesen Flammkuchen für mich in meinen Augen so lecker macht, ist, dass der so einfach und mit ganz wenigen Zutaten auskommt. Wir haben hier einmal Crème fraîche, ca. 2 Löffel, Schmand, auch 2 Löffel in gleicher Menge, etwas schwarzen gemahlenen Pfeffer, Salz, ganz frisch geröstete Pinienkerne, mega lecker, Weintrauben in grün und in rot. Und einen Weinkäse. Ein Sorbet tut es auch, aber wenn ihr einen Weinkäse irgendwo findet, ist top. Als erstes verrühren wir den Crème fraîche mit dem Schmand zusammen zu einer Masse, geben 1/4 Pfeffer hinzu und ungefähr 3/4 bis 1 Teelöffel Salz. Man sieht, die Creme ist schön flüssig. Man könnte sagen, die Creme ist cremig, aber naja. Ich brauche eigentlich nur 2 Löffel. Verteile die Creme möglichst nah an den Rand. Wunderbar. Das war's auch schon mit der Creme. Als nächstes bringe ich den Käse auf. Hier schneide ich kleine Stücke. Dieser Käse ist relativ schnittfest noch, aber gleich durch die Hitze wird er schön cremig und auch verflüssigt sich ein bisschen. So, bringen wir den schön auf, schön gleichmäßig. Und nicht sparsam sein. Flammkuchen soll ja noch was schmecken. Als nächstes die Weintrauben. Einmal längs aufschneiden. Gute Wahl, schön süß. Und die dritte Komponente, diese herrlichen Pinienkerne. Wunderbarer Geschmack und einen ganz tollen Crunch, wenn man dann darauf beißt. Voila! Ich würde empfehlen, hier noch ein bisschen nachzusalzen. Ganz wenig. Und etwas Pfeffer. Flammkuchen fertig, habt gesehen, wie schnell das geht. Sieht toll aus. Und damit geht es jetzt auf den Grill. Und dazu nehme ich euch mit. Da ist er, der Winzer-Flammkuchen. Ah, sieht gut aus. Was meint ihr? Der Winzer-Flammkuchen ist fertig. Ganz easy, 3 Zutaten, Weinkäse, frische Trauben und frisch geröstete Pinienkerne. Wollen wir mal schön anschneiden. Ja, man hört es crunchen. So, dann nehmen wir hier das Mittelstück mal. Riecht top. Probieren wir mal. Die Süße der Trauben, der schön karamellisierte Käse,
Und die crunchigen Pinienkerne, genau das, was ich erwartet habe. Schön mild, milder Käse, richtig lecker. Falls ihr Lust habt, das Rezept nachzumachen, schickt mir doch mal Bilder. Ansonsten würde ich mich über jeden Abo-Klick freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.